Klagenfurt stand am Samstag ganz im Zeichen der Trauer um den tödlich verunglückten Politiker Jörg Haider. Zur offiziellen Trauerfeier auf dem neuen Platz kamen Tausende von Menschen, Spitzenpolitiker und andere führende Persönlichkeiten des Landes, aber eben auch viele Bürger, um Abschied zu nehmen von dem Mann, der viele Feinde, aber auch viele Anhänger hatte. Bundeskanzler Gusenbauer fand am Sarg Haiders persönliche Worte. Ihm gebühre über alle politischen Lager hinweg Respekt und Anerkennung. Haider habe keinen kalt gelassen, im Positiven wie im Negativen. In den Straßen der Klagenfurter Altstadt drängten sich während des Trauerzugs rund 25.000 Menschen. Haiders Sarg war mit der Kärntner Landesflagge und über mit roten Rosen bedeckt. Die Trauerprozession mit einer Ehrengarde des Militärs wurde von seiner Ehefrau und seinen erwachsenen Töchtern angeführt. Im Gegensatz zu anderen Teilen Österreichs, wo ihm Hetze gegen Ausländer und seine verharmlosenden Äußerungen zur NS-Zeit vorgeworfen wurden, war Haider in Kärnten, dass er als Landeshauptmann regierte, sehr beliebt. Hier ein Trauernder. Jetzt, wir haben sehr viel verloren, wir haben alles verloren in Kärnten, am Politiker, weil der hätte jetzt viel bewegt. Der 58 Jahre alte Rechtspopulist Haider war am vergangenen Samstag mit seinem Wagen tödlich verunglückt. Er war betrunken und zu schnell unterwegs gewesen. Haiders Leichnam soll nun eingeäschert und in einer Kapelle im Kärntner Bärental, wo seine Familie ein Anwesen besitzt, beigesetzt werden.